Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und in diesem Video zeige ich euch 11 versteckte Tricks und Features in Windows 10. Das sind Features, die im Alltag oft super praktisch sind und nicht allen Nutzern bekannt sein dürften. Bevor wir allerdings in das Video einsteigen, würde ich euch gerne darum bitten, ein Abo für WindowsArea.de dazulassen, falls ihr noch mehr Videos zu Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10 sehen wollt. Den Windows 10 Profis unter euch könnten einige dieser Funktionen bereits bekannt sein, aber vielleicht erinnert euch dieses Video daran, sie einzurichten oder im Alltag auch einzusetzen. Sagt uns gerne in den Kommentaren, welche Features ihr schon gekannt habt und welche wir in diesem Video für euch offenbart haben. Besonders für Feature Nummer 10 werdet ihr uns noch lange dankbar sein, da bin ich mir ganz sicher. Schauen wir gleich mal rein. Geheimes Startmenü. Das Startmenü von Windows 10 kennen wir ja alle. Klicken wir unten links auf unseren geliebten Startknopf, haben wir unsere App-Liste und rechts die Live-Tiles. Aber wusstet ihr, dass ihr auch einen Rechtsklick machen könnt? Klickt ihr nämlich mit der rechten Maustaste auf den Startknopf, öffnet sich dieses geheime Startmenü. Nun, so geheim ist es dann doch nicht, aber auf jeden Fall sehr praktisch. Dieses Menü, das sich übrigens auch per Tastenkombination Windows und X aufrufen lässt, versteckt zahlreiche Funktionen für fortgeschrittene Nutzer. Es gibt einige Verweise auf häufig verwendete Einstellungen, aber auch die PowerShell lässt sich von hier aus direkt öffnen. Es gibt einen Link zur Datenträgerverwaltung, zum Gerätemanager, Taskmanager sowie zur Ereignisanzeige. Wer beruflich viel mit Windows 10 Geräten zu tun hat, für den ist dieses Menü ein echter Segen, das könnt ihr mir glauben. Ebenfalls ein Segen für Leute, die ihre Arbeit am PC verrichten, sind virtuelle Desktops. Das Feature gibt es ebenfalls erst seit Windows 10 und wurde von Power-Usern echt ewig gewünscht. Und es kann schon sein, dass ihr dieses Feature schon kennt. Aber nutzt ihr es auch? Ich zum Beispiel weiß, dass virtuelle Desktops richtig praktisch sein können, aber benutze sie so gut wie gar nicht. Das wird sich ab heute ändern und vielleicht auch für euch. Es ist nämlich kinderleicht zu lernen und zugleich unfassbar praktisch im Alltag. Also, virtuelle Desktops könnt ihr euch wie ein zweites Display für euren PC vorstellen. Ihr könnt einfach mehrere Desktops erstellen und dort Programmfenster hin verschieben. Das geht einerseits über die Windows Timeline, also dieses Multitasking-Menü. Das könnt ihr entweder über diesen Knopf in der Taskleiste neben Cortana oder mit der Tastenkombination Windows und Tab öffnen. Ganz oben findet ihr dann ein Pluszeichen, wo ihr einen neuen Desktop erstellen könnt. Geöffnete Programme könnt ihr dann ganz einfach in diesen rein verschieben. Und jetzt seht ihr vielleicht auch den Grund, warum ihr die virtuellen Desktops einfach nicht verwendet. Es sind zu viele Klicks involviert und es ist auch ein bisschen umständlich. Aber was, wenn ich euch erzähle, das geht auch ganz anders. Also, hört zu und merkt euch das. Um einen neuen Desktop zu erstellen, drückt ihr einfach die Tastenkombination Windows, Steuerung und D. Schon wird ein neuer Desktop geöffnet. Wenn ihr dann Windows, Steuerung und die Pfeiltasten links und rechts drückt, wechselt ihr zwischen den einzelnen Desktops hin und her. Also, ihr müsst euch einfach nur merken, Windows und Steuerung. Der Rest ist dann ganz logisch. D für einen neuen Desktop, Pfeiltasten zum Wechseln. Dank der Animation wisst ihr auch immer, wo ihr gerade seid. Und jetzt gebe ich euch noch einen Tipp, wie ihr das Feature benutzen könnt. Am Beispiel von mir selber. Also, ihr macht zum Beispiel ein Video. Im ersten Desktop macht ihr eine Recherche und schreibt den Text. Im zweiten Fenster kreiert ihr in Photoshop ein wundervolles Clickbait-Thumbnail. Und im dritten Fenster habt ihr Audition offen für eure Audioaufnahme oder Premiere Pro zum Zusammenschneiden. Das könnt ihr jetzt auf ganz viele verschiedene Szenarien anwenden und im Alltag nutzen. Viel Spaß damit. Ebenfalls eher unbekannt, weil recht neu, ist die Cloud-Zwischenablage von Windows 10. Diese wurde nämlich erst mit dem Windows 10 Oktober 2018 Update eingeführt und ist ein Feature, das ihr unbedingt aktiviert haben solltet. Es ist leider aber standardmäßig deaktiviert. Wenn ihr einen Text kopiert habt und dann einen anderen Text kopiert, ist der erste Text verschwunden. Das wissen wir doch alle, so funktioniert die Zwischenablage. Besonders blöd ist das dann, wenn ihr eure Bachelorarbeit aus einem Word-Dokument kopiert, das Dokument schließt, ohne die Änderungen gespeichert zu haben. Und die Zwischenablage dann der einzige Ort ist, wo eure gesamten Änderungen gespeichert sind. Stellt euch jetzt vor, ihr kopiert dann ganz schnell einen Link in eure Zwischenablage und eure gesamte Arbeit der letzten Stunden ist gelöscht. Das ist uns allen schon mal passiert, dass wir unsere Zwischenablage unabsichtlich überschrieben haben. Vielleicht jetzt nicht mit einer gesamten Bachelorarbeit, denn zumindest ich habe noch nie eine geschrieben, zumindest nicht für mich selbst. Die Sache ist aber die, solche Missgeschicke können verhindert werden mit der neuen, modernen Zwischenablage in Windows 10. Ihr müsst dafür allerdings den Zwischenablagenverlauf aktivieren. Das könnt ihr tun mit der Tastenkombination Windows und V. Wenn ihr das Video gerade auf eurem PC guckt, dann macht das am besten sofort. Es ist nur die Tastenkombination und ein weiterer Klick. Schon habt ihr den Verlauf aktiviert. Ihr könnt den Verlauf dann jedes Mal mit Windows und V aufrufen. Wenn ihr dann noch in die Einstellungen geht, zu System und dann Zwischenablage,
könnt ihr optional auch die Cloud-Zwischenablage aktivieren. Die synchronisiert den Verlauf dann mit all euren Windows 10 Geräten. In Zukunft könnte es auch eine Synchronisation über SwiftKey mit Android und iPhone geben, aber momentan ist das Feature in SwiftKey einfach noch nicht eingebaut. Die Cloud-Zwischenablage ist aber auf jeden Fall ein echter Geheimtipp in Windows 10. Bleiben wir noch ein Stück bei Bachelorarbeiten. In modernen Unis müsst ihr die nicht mehr auf Papier abgeben, sondern sehr häufig reicht auch der Upload eines PDF-Dokuments. Print to PDF ist eine echt tolle Neuerung von Windows 10. Aber ich werde trotzdem immer wieder gefragt, wie man Webseiten, Word-Dokumente oder was nicht noch alles zu PDF-Dokumenten macht. Dabei ist es nun wirklich ganz einfach. Windows 10 hat einen virtuellen PDF-Drucker. Dessen Aufgabe ist nur eine. Er macht PDF-Dokumente aus dem, was ihr ihm gebt. Ihr geht dabei in dem jeweiligen Programm auf Drucken und wählt statt eures normalen Druckers einfach Microsoft Print to PDF aus. Der speichert dann jedes Dokument als PDF. Das funktioniert in jedem Programm, das Drucken erlaubt. Ihr könnt so E-Mails, Word-Dokumente, Fotos, Webseiten und was nicht noch alles so ganz einfach in eine PDF umwandeln. Immer wieder mal praktisch. Ebenfalls eine wirklich praktische und unterschätzte Funktion ist die Umgebungsfreigabe in Windows 10. Obwohl Microsoft sich für den tollen Namen Umgebungsfreigabe entschieden hat, ist es eigentlich ganz einfach AirDrop für Windows 10. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn euch Kollegen von der Uni oder Arbeit schnell mal eine Datei auf euren Laptop übertragen wollen und das ohne E-Mails, USB-Sticks und anderen lästigen Kram. Ihr aktiviert dazu einfach hier im Infocenter die Umgebungsfreigabe auf beiden PCs. Das geht auch in den Einstellungen unter System und dann gemeinsame Nutzung. Wenn ihr die Option nicht habt, solltet ihr prüfen, ob euer Computer auch Bluetooth hat. Dann klickt ihr rechts auf eine Datei, wie zum Beispiel dieses tolle Bild auf meinem Desktop. Ihr geht dann zu Freigabe, wo ihr die Geräte in der Nähe aufgelistet habt. Ihr klickt auf den gewünschten PC und dort poppt dann eine Benachrichtigung auf, worüber ihr die Datei speichern könnt. Die Verbindung zwischen den PCs in der Nähe wird erstmal über Bluetooth hergestellt, aber die Datei selbst wird dann per WLAN übertragen. Nachdem nicht allzu viele Leute das Feature kennen oder verwenden, werden im Regelfall nur eure zwei PCs in der Nähe gelistet sein. Damit ihr aber in Zukunft, wenn alle eure Kollegen dieses Video gesehen haben, eure PCs leicht auseinanderhalten könnt, solltet ihr in den Einstellungen unter System und dann Info diesen PC umbenennen. Dieses Feature ist zwar bereits seit Windows 7 dabei, aber irgendwie einfach in Vergessenheit geraten. Wenn ihr mal ein kleines Fensterchaos habt und einfach mal Platz machen wollt, könnt ihr ein Programmfenster einfach nehmen und mit der Maus schütteln. Damit werden alle anderen Fenster minimiert und euer Desktop hat ein bisschen Luft zum Atmen. Ebenfalls relativ unbekannt ist die Tatsache, dass ihr ganz unten rechts in der Taskleiste so einen kleinen Kasten habt. Die Funktion ist auch seit Windows 7 dabei, aber ich kenne echt viele Leute, die noch nie davon gehört haben. Also, wenn ihr eure Maus zum unteren rechten Bildschirmrand bewegt und darauf klickt, wird der Desktop angezeigt. Klickt ihr nochmal drauf, öffnen sich wieder alle Fenster. Profi-Tipp, das Ganze geht auch mit der Tastenkombination Windows und D. Außerdem könnt ihr auch einen Rechtsklick auf diesen kleinen Desktop-Kasten machen und eine Vorschau aktivieren. Wenn die aktiviert ist, könnt ihr den Mauszeiger nur in diese untere rechte Ecke bewegen und die Programmfenster werden durchsichtig. So könnt ihr schnell einen Blick darauf werfen, was sich auf eurem Desktop so verbirgt. Was macht ihr, wenn ihr Zoll in Zentimeter, Pfund in Kilogramm oder Dollar in Euro umrechnen wollt? Ihr schreibt es in Google rein. Aber wie macht ihr das, wenn ihr kein Internet habt? Hier ist ein Tipp. Benutzt den Rechner von Windows 10. Diese unscheinbare kleine App, die in Windows 10 vorinstalliert ist, hat nämlich oben links noch so ein Menü, welches ziemlich unbekannt ist. Hier könnt ihr ganz viele verschiedene Sachen umrechnen, zum Beispiel die Differenz zwischen Datumsangaben, das Volumen, Gewichte, Längen, Temperatur, Energie, Leistung, Geschwindigkeit und vieles mehr. Wenn ihr also einen praktischen Umrechner braucht, der keine Internetverbindung benötigt, könnt ihr euch auf den Rechner in Windows 10 verlassen. Nicht verlassen hat Windows 10 allerdings das hier. Wisst ihr noch, was das ist? Oder habt ihr diese Ära komplett übersprungen? Das ist auf jeden Fall das Startmenü von Windows 8. In Windows 10 ist das weiterhin integriert und sieht jetzt so aus. Zugegeben, es gibt einen guten Grund, dass man das Menü mitsamt Windows 8 in die Tonne geschmissen hat. Und bei Microsoft hat sich seitdem auch niemand getraut, das irgendwie anzurühren oder zu verbessern. Das Tablet-Startmenü von Windows 10 ist genauso schlecht wie zu Beginn und leider, das muss man so sagen, schlechter als das Startmenü von Windows 8. Wieso ist es dann als Tipp in diesem Video? Weil das Tablet-Startmenü von Windows 10 für manche Nutzer ganz praktisch sein kann. Zum Beispiel dann, wenn ihr euren Computer als Entertainment-System im Wohnzimmer verwendet, dann sind die größeren Kacheln vielleicht ganz praktisch. Das Tablet-Startmenü könnt ihr in den Einstellungen bei Personalisierung und dann Start aktivieren, indem ihr den Schalter bei Startmenü im Vollbildmodus verwenden umlegt. Okay, dieses Feature kennt ihr sicher nicht. Windows 10 hat eine integrierte Funktion, womit ihr euren Freunden oder Familienmitgliedern bei PC-Problemen helfen könnt. Also ihr kennt das sicher. Ihr feiert einen gemütlichen Champions League-Abend mit Freunden und Mama ruft an, weil sie um 22 Uhr irgendeine dringende Sache am PC machen muss.
E-Mails mit einem viel zu großen Anhang senden oder sie findet irgendeine Datei nicht oder der PC spinnt wieder einmal auf irgendeine komische Art und Weise. Jetzt könnt ihr natürlich eurer Mutter 45 Minuten lang erklären, wie man Dateien auf OneDrive hochlädt oder im Gerätemanager einen neuen Treiber installiert. Oder aber ihr setzt euch 5 Minuten vor dem PC und löst das Problem ganz einfach selbst. Das ist halt etwas schwierig, wenn eure Mutter wie in meinem Fall so 600 Kilometer weit weg wohnt. Dafür gibt es in Windows 10 jetzt eine Lösung und die heißt Remote-Hilfe. Also, ihr und die Person, der ihr helfen möchtet, gebt im Startmenü einfach Remote-Hilfe ein und öffnet diese App. Ihr geht zu Unterstützung gewähren und drückt auf diesen blauen Knopf. Dann meldet ihr euch mit eurem Microsoft-Account an und gebt noch schnell euer Passwort ein. Am Ende bekommt ihr einen Code. Diesen müsst ihr eurer Mama dann einfach nur mitteilen und sie muss den einfach hier bei Code vom Assistent eingeben. Daraufhin klickt ihr auf Vollzugriff und die Person, der ihr helfen möchtet, muss hier nur noch auf Zulassen drücken. Schon seht ihr den Desktop eurer Mama vor euch und könnt das Problem in wenigen Minuten lösen, für das sie wohl 2 Stunden gebraucht hätte. Seid also ein braver Sohn bzw. Tochter und helft euren Eltern über die Remote-Hilfe von Windows 10. So, und das hier ist das ultimative unbekannte Feature von Windows 10 für alle Instagram-Models und jene, die es noch werden wollen. Die Fotos-App von Windows 10. Eigentlich ist sie als Ganze schon krass unterschätzt, aber ein Feature ist dabei besonders unbekannt. Ihr könnt eure Bilder nämlich direkt in der Fotos-App retuschieren. Also ihr braucht dafür kein Photoshop, kein Lightroom, auch überhaupt keine Erfahrung. Ihr müsst nur wissen, wo ihr die Features finden könnt. Ich suche mir mal ein Foto raus, wo ich richtig mies ausgesehen habe. Zum Glück habe ich damals nur vorrangig Laptops fotografiert. Und das hat ja auch einen Grund. Und ja, hier ist der Grund. Ihr nehmt also ein Bild und klickt oben auf dieses Stift- und Pinsel-Icon und geht dann auf Bearbeiten. Hier habt ihr dann eine Reihe von Möglichkeiten und ich kann euch nur empfehlen, sie selbst ein Stück weit zu erforschen. Zum Retuschieren geht ihr aber weiter zu Anpassungen und habt dann rechts eine Fleckenkorrektur. Die Größe dieses Tools lässt sich zwar nicht verändern, aber um genauer damit zu arbeiten, könnt ihr auch einfach reinzoomen. Nachdem ihr das Bild fertig bearbeitet habt, könnt ihr unten rechts eine Kopie speichern und das Bild ist ready für Instagram. Das war's dann auch schon von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.